Hallo zusammen. Heute gibt es mal wieder was aus der Kategorie der gesunden und kalorienarmen Rezepte. Da wir und vor allem ich auch normalerweise sehr gerne Döner essen. Döner allerdings in der Phase, wenn man abnehmen möchte, nicht unbedingt jetzt das Nonplusultra darstellt. Gibt es heute das gesunde und kalorienarme Rezept für Wraps. Und zwar Wraps mit Maismehl, Tortilla Wraps. Gefüllt wird das Ganze mit Salat, mit Paprika, mit Zwiebeln und mit Hühnchenbrust. Und es gibt da so eine ganz leckere Würzmischung in jedem Supermarkt. Das ist so eine Griechenland-Würzmischung. Dann schmeckt es auch, ja, eigentlich sollte das Ganze dann fast wie ein Döner schmecken. Also, auf alle Fälle haben wir jetzt verwendet eine Paprika, die haben wir klein geschnitten, eine Zwiebel klein geschnitten, dann das Hühnchenbrustfilet klein geschnitten. Die Tortilla Wraps, die werden jetzt dann in der Mikrowelle erhitzt. Das Hühnchenbrustfilet braten wir jetzt dann in der Pfanne an. Und den Salat, den geben wir dann nach Bedarf mit in diese Wraps, nachdem dass wir ihn klein geschnitten haben. Ist ein super schnelles Rezept, ein sehr gesundes Rezept und vor allem ist es kalorienarm. Mal schnell was Leckeres essen. Jetzt braten wir diese Hühnchenbrustfilets an. Und wie gesagt, würzen wir das mit so einer griechischen Würzmischung, das Fleisch. Wenn denn was rauskommen möchte aus der Dose. Riecht schon fast wie Dönerfleisch. Und abnehmen beginnt immer im Kopf. Ich sag, das muss nicht immer eine fettige Pizza sein mit viel Käse oder Döner. Nur weil man schnell einen holt, ganz ehrlich, dieses Rezept geht genauso schnell, als wenn ich jetzt schnell mal einen Döner kaufen gehe. Ja, da ist jetzt bei uns Essen ist das, wo wir jetzt abends essen. Und in meinen anderen Videos habe ich das schon mal erwähnt, abends Gemüse oder Salat oder so rot zu essen, ist absolut ungesund, weil der Körper dann nach ein paar Stunden, und zwar wenn man im Bett liegt und schlafen sollte, anfängt zu arbeiten. Deswegen, wenn man sowas auf Nacht essen möchte, dann bitte das Gemüse, das man in diese Wraps tut, mitgaren. Weil gegartes Gemüse verarbeitet der Körper leichter und schneller als wie rohes Gemüse. Und was ich auch ganz gern sagen möchte noch ist, natürlich ist es einfacher und schneller, weil, dass man sich mal schnell irgendwas holt zu essen. Es ist aber absolut nicht so gesund. Wie gesagt, das ist ein ganz schnelles Rezept, ein ganz schnelles Gericht. Alles kurz zusammenschnippeln. Die Wraps in der Mikrowelle erhitzen. Das Fleisch schön anbraten. Das Gemüse zugeben. Und schon kann man essen. Dauert keine Viertelstunde. Keine 15 Minuten. So, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Und ja, es ist eine Fertigsoße. Bestreichen wir jetzt diese Tortilla Wraps mit Knoblauchsoße
wenn jetzt jemand sagt, ja super, auf der einen Seite mit Kalorien sparen, auf der anderen Seite Kalorien zu sich nehmen, also ganz ehrlich, so dünn bestreichen schadet nicht und der Körper braucht ja auch Kalorien. Es ist ja nicht so, dass ihr um Gottes Willen den ganzen Tag bitte nicht nichts essen sollt, sondern der Körper, um zu verbrennen und abzunehmen, benötigt Kalorien. Sehen wir schon hier den geschnippelten Salat, der wird jetzt da reingelegt in diese Wraps. Je nachdem, wie man das möchte, geschmacklich, kann man die Menge variieren. Das Fleisch ist jetzt auch fertig, das ist ungefähr, ja, wie lange war es jetzt, 5-6 Minuten, ja, schon 10 Minuten oder 10 Minuten richtig durchgebraten, weil es ist Hühnchen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Hühnchen, die Zwiebeln und die Paprika haben wir gemeinsam jetzt gebraten. Und ganz ehrlich, Leute, wenn das nicht lecker ausschaut, dann... Ja, jetzt wird das Ganze dann noch eingewickelt und dann kann man essen. Also ganz ehrlich, schneller holt ihr euch auch keinen Döner, außer ihr wohnt direkt im Dönerladen. So, ein kalorienarmes, schnelles Rezept, das auch mal schnell abends, also nicht zu spät abends, aber abends zum Essen geht. So, und jetzt werden diese Wraps nur gefalten und gegessen. Ja, wenn euch das Video jetzt gefallen hat mit diesen Maismehl Wraps, fallen auseinander ein bisschen gerade. Na, die gehen nur auseinander, aber die bleiben schon kleben jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr kalorienarme Rezepte und gesunde Rezepte sehen möchtet, dann würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Daumen hoch freut mich immer. Und ja, wenn ihr Ideen habt, was man sonst noch kochen könnte, andere Dinge, die auch kalorienarm sind, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. In diesem Sinne einen schönen Abend und einen guten Appetit mit diesen wirklich, wirklich, wirklich guten Wraps.